Zurück bei Black Myth Wukong. So, wie gesagt, ich gehe nochmal zurück. Da war nämlich noch ein anderer Weg. Alter, diese Maske, dieser Hut, ich weiß auch nicht. Ich bin mir unsicher. Ja, geht weg. Wo war denn jetzt dieser Weg? Der war hier, oder? Nein, jetzt bin ich zu weit. Oh, ich hasse fliegende Gegner. Ey. So, auf dem Boden der Tatsachen angekommen. Warte, wo war denn jetzt dieser Weg? Oder war der noch weiter hinten? Nein, das definitiv nicht. Der war da vorne. Oder ich hab's überhaupt. Ja, oder ich hab das falsch gesehen. Dann, und da ist gar kein anderer Weg. Ich glaube, ich hab das falsch gesehen. Da ist gar kein Weg. Ja, da ist kein Weg. Okay, alles klar. Ich hab das falsch gesehen. Keine Ahnung warum. Da hat mir meine Wahrnehmung einen Streich gespielt, offenbar. Affe. Ein anderer Affe. Ein Eisaffe. Ich will deine Frucht nicht haben. Komm runter. Das ist ein blöder Affe, ey. Ist das auch ein Affe? Ich glaube ja, oder? Wow, der hat einen Schneeball geworfen. Ach, hier, komm. Oh, der ist aber größer als ich. Hä? Was soll das? Warum hat er mich geschlagen? Der war schon tot. Wie geht eigentlich diese andere Attacke? Es gab so eine Attacke, wo er seitlich am Stab dann entlang geschwungen ist, aber ich habe die nie wieder hingekriegt, irgendwie. Muss ich die noch aktivieren hier? Qualmende Ohren, kleinsten Tönen wohnt oft tiefste Bedeutung inne. Mutige Reisen bringen sowohl Stolz als auch Widerstand. Echos der Vergangenheit finden sich dort, wo Karma verweilt. Ganz Ohr erhöht die Dauer der Unbezwingbarkeit der ersten Aktion aller vielfältigen Kombos leicht. Glockenschlag oder Glockenklang verkürzt das Abwehrzeitfenster von Felsenfest, erstattet jedoch bei einer Abwehr die Hälfte der Mana-Kosten des Zaubers. Pfeifender Wind erhöht vorübergehend den Angriff nach einem perfekten Ausweichmanöver. Das ist gut. Erhöht den kritischen Trefferschaden beträchtlich. Ja, ja, das ist schon passend. Gut. Was war hier noch? Ach, das Achat des Samahidi-Winds. Tagebuch. So, hier wollte ich nämlich diesen Nidra-Wai. Alter. Unterstützender Mönch. Ungebrauchte Kraft ohne Ziel und Ruhe. Steine heben eine Aufgabe im Nu. Augen so hell, doch im Nebel verloren, ein leerer Blick im Selbstlabyrinth geboren.
In der Vergangenheit begegneten die Handwerker, die die große Halle im neuen Westen bauten, häufig seltsamen Vorkommnissen, was viele von ihnen dazu brachte, ihre Arbeit aufzugeben. Neugierig suchte ein Handwerker den Abt auf, der als hoher Mönch bekannt war, um Antworten zu erhalten. Der Abt zögerte nicht und führte ihn zur großen Pagode, wo er den Laternenwächter offenbarte. Die Handwerker waren entsetzt, da sie in ihrer Jugend Geschichten über Yagwai gehört hatten, aber noch nie einen gesehen hatten. In diesem Moment erklang ein wundersamer Ton durch die große Pagode und der Laternenwächter strahlte ein blendendes Licht aus, das den Handwerkern das Augenlicht nahm. Sie schrien verzweifelt auf. Ah, das sind die größeren Typen von ganz am Anfang, ne, vom Labyrinth, finde ich, von diesem Level. Der Abt lächelte und sagte, um die Wahrheit zu sehen, muss man bereit sein, sogar das Augenlicht zu opfern. Ihr könnt genauso gut hier im Tempel bleiben und mit mir den Weg zum höchsten Glück praktizieren. Vielleicht habt ihr die Chance, das Reich über der Buddhas zu erreichen. Da sie nun blind waren und keine Arbeit mehr finden konnten, beschlossen die Handwerker, das weltliche Leben aufzugeben und dem Tempel beizutreten. Sie fragten den Abt, wie sie praktizieren sollten, und er antwortete, was auch immer ihr gut könnt, übt das. Die Handwerker, bekannt für ihre große Stärke, entschieden sich, durch Kampfkünste Erleuchtung zu erlangen. Trotz ihrer Blindheit trainierten sie unter den wachsamen Augen der wachenden Mönche. Sie banden große Steine als Eisenketten und befestigten sie an ihren Handgelenken, um sie täglich zu heben. Dies bereitete auch bequem die Steine vor, die für den Tempelbau benötigt wurden. Der Abt war zufrieden und ernannte sie zu unterstützenden Mönchen, was eine beträchtliche Menge an Arbeitskosten einsparte. So kann man es auch machen. Xian Fledermaus. Mit eisernem Gabelspeer in der Hand, in schlichtem Gewand demütig erstand. Tiefe Wälder ohne weiße Welt, ein Jagdrevier, das vollkommen und stellt. In der Vergangenheit gab es im Dorf Changwan einen Metzger namens Wang. Er wurde in jungen Jahren zum Waisen und seine Mutter konnte ihn nicht unterstützen, also schickte sie ihn zu einem Metzger am Fuße des Berges in die Lehre, wo er seine Fähigkeiten verfeinerte. Eines Tages feierte eine wohlhabende Familie in der Stadt seinen Geburtstag und lud Wang ein, Schweine und Schafe zu schlachten. Zufrieden mit seiner Arbeit belohnte ihn der Gastgeber mit einem Schweinebein. Wang beschloss, das Schweinebein zu seiner Mutter zu bringen und machte sich noch in derselben Nacht auf den Weg ins Dorf. Also effektiv ein Schweinebein, oder? Ich bin mir jetzt echt unsicher. Deswegen lache ich. Auf halbem Weg sah er einen Mann am Straßenrand, der einen Jagdspeer hielt und ein altes Leinenhemd trug. Der Mann rief, Bruder, ich bin ein Jäger aus dem Dorf und fange Kaninchen an diesem Hang. Ich habe Angst vor Geistern in der Nacht. Darf ich mit dir gehen? Wang nickte zustimmend und sie setzten ihren Weg fort. Nach einer Weile begann der Jäger ein Gespräch. Bruder, hast du gehört? Es gibt Berichte über Yaogui auf diesem Bergpfad in letzter Zeit. Wang lachte. Was gibt es an Yaogui zu fürchten? Ich habe einen Metzgerbeil an meiner Hüfte und ein Schweinebein auf meiner Schulter. Wenn ich einem Yaogui begegne, schwinge ich das Schweinebein und hacke mit meinem Messer zu. Der Jäger zwang sich zu einem Lächeln. Sag ich doch, ist lustig. Schweinebein. Nachdem sie ein Stück weitergegangen waren, sagte der Jäger, Bruder, du musst sehr geschickt sein, wenn du keine Angst vor Yaogui hast. Wang lachte erneut. Ich schlachte Tiere, seit ich ein Kind bin. Ein Schlag trifft die lebenswichtige Stelle und ein Hieb bricht Knochen und Sehnen. Der Jäger, verärgert, sagte, wie kannst du Yaogui mit Tieren vergleichen? Wang antwortete ernst, es gibt keine Yaogui in dieser Welt. Diejenigen, die Gerechtigkeit wahren, sind Helden. Diejenigen, die die Unschuldigen schikanieren, sind einfach nur abscheuliche Bestien. Der Jäger, unsicher, wie er antworten sollte, ging schweigend weiter. Als das Dorf in Sicht kam, zögerte der Jäger und sagte, du hast keine Angst, da du keine Angst hast, warum drehst du dich nicht um und schaust mich an? Wang hatte bereits vermutet, dass der Jäger ein Yaogui war. Er schwang das Schweinebein, schlug den Jäger zu Boden und hob sein Messer, um zuzuschlagen. Das Yaogui, das die Fassung verlor, breitete schnell seine Flügel aus und flog in die Luft, spuckte und rief, heute habe ich einen harten Brocken getroffen, Pech, Pech. Damit floh es sofort. Ach, man sagt, die weichen Persimonen sind leichter zu drücken, daher ist es besser, stark zu sein. Steh fest und selbst Yaogui werden ein wenig Angst vor dir haben. Ja gut, die kleinen Yaogui vielleicht. Gefrorene Leiche. Das war das von gerade eben. Weisheitslampe hält der Jahreszeitenbann, Zeit fließt wie Wasser durch die Hände spann. Schnee und Wind verhüllen uns den Pfad, Errungenschaften schwinden wie prächtige Blasen grad. Die Tempelregeln besagen, neue Mönche, die in den Tempel eintreten, dürfen ein neues Kasaya erhalten.
Eines Tages begrüßte Meister Unlehre freudig einen neuen Schüler und führte ihn persönlich in den Lagerraum, um ein Kasaya zu holen. Der junge Schüler stellte fest, dass das Kasaya aus einer einzigen Stofflage bestand, kaum geeignet für die schneebedeckten Berge. Er fragte: Meister, dieses dünne Kasaya scheint für den Sommer geeignet zu sein. Könnte ich es gegen ein wollenes eintauschen? Unlehre schüttelte sein eigenes Kasaya und sagte: Das, was ich trage, ist dasselbe wie das in deinen Händen, nur prächtiger. Mit der Weisheit Buddhas in deinem Herzen wirst du die Kälte nicht mehr fürchten. Der junge Schüler, immer noch zweifelnd, fragte: Meister, ich habe viele Ältere am Straßenrand erfroren gesehen. Unlehre antwortete freundlich: Ihr Verständnis war oberflächlich und ihre Geister unruhig. Du bist anders. Ich sehe, dass du Potenzial hast, die Weisheit Buddhas zu begreifen. Der junge Schüler, stolz fühlend, folgte seinem Meister glücklich mit dem Kasaya zurück. Nicht lange danach erschien eine weitere erfrorene Leiche vor dem Tempeltor. Als Unlehre seinen neuen Schüler daran vorbeiführte, fragte der junge Schüler: Meister, sind diese Ältesten alle erfroren? Unlehre ging langsam weiter und sagte: Fürchte dich nicht, mein Schüler, ihnen fehlte Frömmigkeit und Weisheit, aber du bist anders. Vielleicht. Oberhäupter habe ich nichts mehr. Jaguar Könige. Der Gelbinweise, so. Mein Nemesis. Endlos gelbe Winde, nur Sande weit und breit, im Land einst zu üppig kein Leben mehr gedeiht. Halb Gwai, halb unsterblich, wer kann's schon sagen? Dieb oder Weiser, was bringt's zu fragen? Das flackernde Licht des Feuers beleuchtete einen Tisch, der über und über mit Speisen und Getränken beladen war. Der zweite Prinz der fließenden Sande saß auf dem Tisch und nagte genüsslich an den Überresten einer halben Keule. Der König der fließenden Sande saß gehorsam neben seinem Sohn. Obwohl er für gewöhnlich nur zu gerne die Fehltritte anderer aufzeigte, blieb er während des Festmahls merkwürdig still. Selbst der Tigerwächter zeigte sich von seiner besten Seite. Er sah dem Hohlkopf gegenüber dabei zu, wie er sich die Keule in den Rachen stopfte und schien seinerseits keinerlei Appetit zu verspüren. Der Gelbwindweise saß auf dem Ehrenplatz und strich mit einer Hand über einen Gegenstand auf dem Tisch, den Kopf eines Bodhisattvas, der die Augen stumm geschlossen hatte. Ja, den Kopf kennen wir. »Papa, ich brauche mehr!« Der plötzliche Aufschrei des zweiten Prinzes brachte alle Herzen zum Rasen. Sein Vater, der König der fließenden Sande, funkelte ihn finster an und zischte: »Halt den Mund!« Dann fiel er eilig auf die Knie und flehte um Vergebung. »Eine Kleinigkeit, nichts weiter!« Der Gelbwindweise legte seine Hand auf Ling Jins Kopf, dann stand er auf. »Nun, da ich das wertvollste Gefäß meines Meisters in den Händen halte, kann ich das Ding wohl absorbieren.« Ab heute will ich mich zur Meditation zurückziehen. Ich habe die alten Gauner dort oben beschwichtigt, doch es kann nicht schaden, diskret zu bleiben. Wenn ihr Abgeschiedenheit sucht, Meister, sprach der König der fließenden Sande unterwürfig, wären mein Volk und ich geehrt, vor der Höhle lagern und an eurer Seite Wache halten zu dürfen. An meiner Seite? Der Weise blickte auf den Kopf seines Meisters und lehnte das Angebot sofort ab. Nein, ihr werdet auf dem Kampf Stellung beziehen. Ich werde die Gelbwindformation bilden. Sorgt dafür, dass mich niemand stört. Wenn es dringende Neuigkeiten gibt, Meister, wie sollten wir sie euch überbringen? Rief der König aus. Der Gelbwindweise deutete auf den Tigerwächter. Lasst eure Felsbrüder Wege aus Sand anlegen. Jeder davon mit einem Tor, das durch ein geheimes Hufu verschlossen ist. Ihr beiden Wächter, erhaltet ihr ein Hufu. Ah, da sind wir auch durch, ne? Bevor der Tigerwächter auf die Knie fallen konnte, um den Weisen für diese wichtige Aufgabe zu danken, warf der König nervös ein: Aber Meister, wir Ratten sind doch nie gut mit diesen Katzen ausgekommen. Wenn sie die... Der Gelbwindweise hörte ihm nicht zu, er packte den Buddha-Kopf und schnitt dem König das Wort ab. Ihr alle werdet euch nun zurückziehen, stört mich nur, wenn uns der Himmel auf den Kopf fällt. Tja, und die Tiger haben die Ratten auch gefressen, das wissen wir. So. So viel zu meinem Nemesis. Meinem ersten Nemesis, für den ich echt lange gebraucht habe. So, wachen die alle auf oder wie sieht's aus? Ah, ich kann die kaputt hauen. So, warte mal kurz. Kann ich hier runter oder nicht? Kann ich. Jetzt fängt das wieder an, wo ich nicht mehr weiß, wo ich schon war und wo ich nicht war. Enzian. Ein leichtes. Geistesessenz. Ja.
Okay, das war jetzt. War nur ein kleiner Abstich offenbar. Ah, jetzt ging's wieder. Das war der Angriff, den ich gemeint habe. Der nächste bitte. Ja, leg dich hin, ist besser. Sonst tust du dir noch weh. Ich bin wieder mega großkotzig, aber der nächste Boss wird wahrscheinlich verdammt stark werden. Oh, das ist er offenbar. Makakenhäuptling. Oh, jetzt wird's interessant. Affe gegen Affe. Hey, ich war noch nicht bereit. Schon Leute, macht ihn fertig. Wieder kotzt mich an, dieser widerwärtige Typ. Was war das, eine Finte oder was? Wo ist der hin? So ein Feigling. Ich war noch nicht fertig mit dir. Der hat mich voll angekotzt, dieser widerwärtige Makake. Ach, so ein Feigling. Wahrscheinlich wird er immer stärker. Schade, ich hätte den nächsten Sieg eingeheimst. Ärgerlich. Das war der erste Affe, oder? Gegen den wir gekämpft haben. Bisher sind wir noch nicht auf Affen getroffen. Wahrscheinlich kommt auch so ein Gorilla-Guai irgendwann. Alter, das wird heftig. Jetzt schickt er wieder die Fledermäuse los. Scheint ziemlich klar zu sein bisher. Nicht viele Abzweigungen. Das mag ich irgendwie. Ein Dorf. Blöde steinige Menschen. So. Was haben wir da? Auch ein Affe. Makaken? Alles Makaken, oder? Da hockt einer da oben. Das sind Affen. Hey, Freunde. Warum mögen mich die nicht? Ich bin ja auch ein Affe. Ich gehe mal zuerst da hoch, glaube ich. Wo ist eigentlich dieser Affe, der vom ersten Level? Oh Mann. Wo kommst du denn jetzt her? Ich weiß nicht, wo ich lang gehen soll. Ach komm, fordern wir den mal raus. Oh. Hier. Den angreifen, blöde. Blöde automatische Zielerfassung. Hey. So, der ist weg. Ja.
Ein Schlückchen aus der Gurte kann nicht schaden. So. Jetzt komme ich wahrscheinlich wieder runter. Ich weiß nicht, wo ich jetzt lang gehen soll am besten. Da geht's zu einem Tempel. Okay, warte mal. Ach Mann. Ich muss mich, glaube ich, einfach mal für einen Weg entscheiden. Ich gehe. Komm, wir gehen jetzt mal erst hier lang. Schön krasse Kombos hat er drauf. Oh, zwei auf einen Streich, nice. Ich glaube, hier geht's wahrscheinlich gar nicht weiter, oder? Mal schauen. Dann muss ich jeden anderen Weg gehen. Gar keine Tür. Ich dachte, das wäre eine Türe, aber. Okay, alles klar. Dann hatte ich ja doch den richtigen Riecher vorhin. Hier ist auch nichts. Nein. Auch nichts. Nur der Tod und Kälte. Warte mal kurz, was waren das überhaupt für Kreaturen? Niedere Jaugwai. Yashka-Patrouille. Yaksha, sorry. In den Bergen hoch oben versperrt ein Unhold den Pfad mit grässlichem Antlitz und krummer Klinge parat. Während der Wind wild heult, scheinen Seelen zu vergehen. Für das letzte Heil des Lebens sei schnell und ihm entfliehen. Die Yakshas, die aus dem Westen migriert waren, hatten eine große Vorliebe für Fleisch. Glücklicherweise hielt der neue Donnerschlagtempel keine strengen Regeln gegen den Fleischverzehr ein, was die Yakshas, die dort Zuflucht suchten, erfreute. Alle Yakshas in den Bergen strebten danach, Patrouillen zu werden, nicht nur wegen des einzigartig gestalteten großen Schwertes, das besonders imposant aussah und mit großer Präzision zu seinem Besitzer zurückfliegen konnte, sondern auch, weil die Patrouillen die äußeren Berge bewachten und immer Zugang zu frischem Fleisch hatten. Eines Tages versammelten sich die Yakshas, tranken Blut, aßen Fleisch und feierten ausgelassen. Tranken Blut, aßen Fleisch. Ihr lärmendes Verhalten wurde bald im ganzen Tempel bekannt. Die wachenden Mönche, die asketische Praktiken befolgten und nur fleischlose Nahrung zu sich nahmen, waren verärgert. Die anderen haben dann Fleisch und Blut gelagert und oben wohnen die Veganer, Alter. Oder die Vegetarier. Sie trugen einen großen Topf zu den Yakshas. Als die Yakshas in den Topf blickten, sahen sie nur Radieschen und Grünzeug und ihr Appetit verschwand. Ein Yaksha verspottete sie. Glaubt ihr, dass ihr durch das Essen davon ein tieferes Verständnis des Dharma erlangen werdet? Wie oberflächlich. Ein anderer fügte hinzu, unser Meister sagte, dass man, um das ultimative Glück zu erreichen, seine Wünsche nicht unterdrücken sollte. Als der wachende Mönch dies hörte, erwiderte er, mein Wunsch ist es, Tugend zu fördern. Wenn ich euch nicht überzeugen kann, werde auch ich das ultimative Glück nicht erreichen. So stritten beide Seiten heftig, ohne zu einem Ergebnis zu kommen. Ach, das Essen, was man mag, und das Sagen, was man will, sind an sich nicht falsch. Doch sollte das eigene Glück nicht andere stören, und man sollte niemals Freude daran finden, diejenigen zu verurteilen, die man als Übeltäter ansieht. In diesem Fall lagen beide Seiten im Unrecht. Wie menschlich das doch ist. So, ich gehe mal hier lang. Den Berg hinab. So, was ist hier? Eine Art Schrein, oder was ist das? Oh, eine Truhe. Oh, geh weg. Die sehen aus wie so kleine Schweinchen, habe ich das Gefühl. Aber es sind schon Fledermäuse. Ich sollte mal irgendwo rasten.
Winziges Goldstück veredelter Eisensand. So. Jade Lotus. Hier ist nichts. Ich hoffe, es kommt kein Bosskampf. Ich bin aufgeschmissen. Jetzt, hier geht's nicht weiter, okay. Hat kurz wie eine Höhle ausgeschaut, aber war nichts. Okay, so. Ich weiß gar nicht, was ich lieber mag. Schnee oder Sand? Schnee ist ein bisschen idyllischer, finde ich. Der Sand, irgendwann habe ich das gesehen mit dem Sand. Davor in dem anderen Level. Schnee hat was Beruhigendes irgendwie. Ein Winterwunderland, so eine Art. Erinnert halt immer an Weihnachten irgendwie. So. Wo soll ich denn lang gehen, verdammt? Die Brücke wahrscheinlich. Hier ist gar nichts los irgendwie. Im Gegensatz zu diesen Ratten ist hier wenig los, ne? Delightful! Oh, die vermisse ich überhaupt nicht. Delightful! So. Ich nehme einfach mal die Brücke, so wie es offensichtlich ist. Hauptsache, ich bin jetzt überall anders lang gegangen. Einfach die Brücke habe ich nicht genommen. Okay. Kommt dieser Makake wieder. Devotion, quite the notion. Yet how many can claim a mind so pure, still and sure? Look at you, through the heavy snow you roam, desiring that thing, no doubt. I read your fortune before you came. Care to hear? Act not and be still. Thy gifts art thy ill. If you seek your own end, I shall not stop you. I, the keeper of the new west, welcome the destined one. Now fly! Whoa. Ich bin eine Fledermaus. Ja, wie niedlich. Das ist sowas wie der Kartoffelkopf von diesem Land wahrscheinlich. Eine Art Menschenadler. Ich kann übrigens nicht selber steuern gerade. Das Ding steuert selber. So können wir natürlich eine große Distanz überbrücken. Ne? Das Doofe ist, da war noch was. Dieses Tor, das habe ich jetzt nicht. Da war noch so ein Tempel. Gut. Ich kann ja noch mal zurückreisen. See that temple on the lake? Therein lies the thing you seek. The lord of this land is away. Seize it now and leave. Das ist ja schön hier. Dieser Hautlappen auf seinem Kopf, der irritiert mich ein bisschen. So, ich werde nochmal zurückgehen. Da war noch was. So, einmal rasten. Der Spiegelsee reisen. Frostklärender Pfad. Ich will das noch kurz inspizieren, was dort noch war. Danach kann ich schnell reisen. Ist jetzt halt ein bisschen weiter weg. Ich werde aber durchmarschieren. Ich werde nicht kämpfen, wenn es geht. Wo dieser Makake hin ist, weiß ich aber auch nicht. Der ist einfach verschwunden. Gut, der wird wiederkommen.
Was nicht besiegt ist, kommt halt immer wieder. Bin ja jetzt auch schon wieder hier. Ach, geh weg. Wie weit verfolgt mich das Ding? Nicht so weit. So, hier muss ich leider wieder kämpfen. Also unterschätzen darf man diese Yakshas nicht, ne? Die sind gar nicht schlecht im Nahkampf. So, hier wollte ich noch nachschauen. Hier war ich noch nicht. Ausgewichen, der Arsch. Okay. Das waren zu viele. Gegen viele Gegner hast du eigentlich keine Chance. Ah. Na toll, jetzt muss ich den ganzen Weg nochmal machen. Mist. Vielleicht rufe ich den Wolf bei den Typen da. Hätte ich machen sollen. Scheiße, wo bin ich jetzt lang gegangen? Ich habe was anderes gefunden. Ah nein. Das hat komisch ausgesehen. Nicht mehr weg. Wow, jetzt kriege ich von diesen lächerlichen Typen auf die Fresse, ey. Man darf das Spiel einfach nie unterschätzen. Ich hab's jetzt wieder ein bisschen. Ich wollte einfach dahin, Mann. Jetzt lass mich dahin.
muss ich halt diese blöden Arschgeigen vorhin besiegen. Diese Leichen. Schon wieder dieser Weg. Der nervt so. So, hab ich genug? Gut. Neuer Versuch. Den kriege ich klein, das ist kein Problem hier. So, kann ich den zu mir locken hier? Komm her. Jetzt hole ich meine Affenbrüder und dann machen wir die fertig. Endlich mal Chancengleichheit. Das darf doch nicht wahr sein, diese beschissenen Arschgeigen. So, warte. Jetzt reicht's aber. Habt ihr jetzt endlich mal genug? Die haben alle meine Brüder erledigt, ey. Die haben mich fast wiedergekriegt. Boah, ich wäre ausgetickt. Bergspeer. Ja, der ist auch nicht so gut. Er ist nur blau. So, gibt's denn hier überhaupt was? Oder war das jetzt alles wieder so ein bisschen für nichts? Dass ich mich hier abgemüht habe. Ich glaube, der Tempel geht auf, oder? Da könnte ein Boss drin sein. Mal schauen. Der geht auch nicht auf. Hier ist noch was. Okay, das war's dann wohl. Das hat sich jetzt nicht so dolle gelohnt. Mist. Naja, hätte ja sein können, dass hier ein Boss drin ist, wer weiß. Dann hätte ich den verpasst. Aber hey, jetzt wissen wir es. Das scheint wirklich eine ziemliche Einöde zu sein hier. Ach, das ist nur das, die Fledermaus da unten, die rumlacht. Okay, wir können zurückgehen, schnell reisen, wo wir vorhin waren. Warte mal kurz. Ich nehme mal was Wunder.
Der hat mich ja da abgeholt. Ging es da noch weiter? Da ging's. Stimmt, hier geht's auch noch weiter. Ich meine, der hat mich von hier abgeholt, dann bin ich direkt weitergeflogen, aber hier ist ja auch noch was. Wenn auch nur was Kleines. Was? Ach, hier ist. Den habe ich gar nicht gesehen. Ja. Und hier geht's auch noch weiter, oder nicht? Nein, hier geht's nicht weiter. Okay, das war's, oder? Wie sieht's hier aus? Das ist auch nichts. Okay, das war's. So, gut. Wir haben hier alles. Kleiner Exkurs für nicht wirklich was, aber naja, hätte ja sein können. Ein paar Rohstoffe hat's gegeben, von dem her. Ich muss sagen, der Hut stört mich gar nicht so sehr beim Kämpfen. Ich bin froh, dass er den Cutscene nicht aufhat, weil es sieht schon ein bisschen lächerlich aus. Aber die Stats sind halt nicht schlecht mit den 22 Verteidigungspunkten. Das ist nicht zu vernachlässigen. Komm mir nicht zu nahe, ich töte dich. Fledermäuschen. So. Okay, Schnellreise los. Ich bin so froh, dass ich diesen Gelbwindweisen geschafft habe. Dann hätte ich, wenn ich die Lust am Spiel verloren hätte, hätte ich das hier alles verpasst. Das wäre schade gewesen, weil ich habe jetzt wieder richtig Spaß dran. Das ist ganz schön weiter Weg. So. Naja, wie gesagt, war jetzt nicht so ergiebig. Aber ist okay.